Hi, ich bin François von Naturwegweiser und wir bei Naturwegweiser, wir veranstalten Outdoor-Events im Teambuilding-Bereich für Unternehmen. Und in diesem Video geht es darum, wie man sich so ganz schnell so eine Ridgeline binden kann, um sich dort ein Lean-to-Shelter zu bauen. Um diese Ridgeline extrem schnell in wenigen Minuten zu spannen, müssen wir jetzt erstmal ein paar Vorbereitungen treffen. Und zwar müssen wir an dem einen Ende eine Schlaufe binden. Und dann haben wir hier jetzt noch zwei Prusik Knots und die schieben wir jetzt genau an diese Schlaufe ran. Und jetzt wickeln wir unsere Ridgeline einmal auf. Wenn wir ca. 60 cm über haben, nehmen wir die restliche Schnur und umwickeln damit unser Seil. Um das ganze Seil jetzt zu befestigen, binden wir wieder den Clove Hitch. Also wir bilden ein X und dann schieben wir dieses Seilende unter dieses X hindurch und wir haben unser Setup fertig. Um jetzt das Seil an dem ersten Baum zu befestigen, ziehen wir jetzt ein bisschen unser Seil heraus und ziehen unsere Prusik Knots nach hinten. Und jetzt machen wir in Kopfhöhe, befestigen wir dieses Seil. Dazu nehmen wir uns unser Seil und schieben das durch unsere Schlaufe hindurch und fixieren das Ganze mit einem Zeltering oder mit einem kleinen Stock. Und jetzt können wir einfach rüber zum anderen Baumstamm gehen. Um jetzt dieses Seil auf Spannung zu bringen, verwenden wir den Trucker Stitch. Und dafür müssen wir jetzt erst einmal eine Schlaufe hier an dem Seil binden. Und das macht man, indem man dieses Seil verdreht und einmal hindurchzieht. Der große Vorteil so einer Schlaufe ist, sobald wir dort Spannung draufgeben, löst sich diese Schlaufe komplett wieder. So lässt sich extrem leicht lösen. Und jetzt führen wir das lose Ende durch die Schlaufe hindurch und ziehen den Trucker Stitch richtig schön stramm. Und fertig ist die Ridgeline. Um die Ridgeline jetzt oder um das Tarp jetzt an der Ridgeline zu befestigen, verwenden wir die sogenannten Prusik Knots. Diesen Knoten werde ich jetzt nicht noch mal einmal explizit zeigen, weil ich das bereits in einem anderen Video gemacht habe. Der große Vorteil dieses Knotens ist, wir können den jetzt hier frei verschieben. Sobald dort Spannung drauf ist, fixiert er sich. Und diese Funktion wird noch mal einmal verstärkt, wenn wir zwei unterschiedliche Stärken an Seil verwenden. Um jetzt dieses Tarp an der Ridgeline zu befestigen, führen wir jetzt einfach diesen Prusik Knot durch die Schlaufe des Tarpes durch und fixieren das Ganze mit einem Stock. Und genau das Gleiche machen wir jetzt noch mal auf der anderen Seite. Um das Tarp jetzt am Boden zu befestigen, suchen wir uns jetzt erst einmal die Mitte und fixieren dieses Tarp mit einem Zeltering. Und dann nehmen wir uns erst die Außenkanten vor.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Video.